God of the growing plant. And we are one. Our God is the God of the dirt and sand. And we are one. Wir befinden uns auf dem Gelände der universellen Kirche des allumfassenden Lebens in Caballo, New Mexico, eine Oase der Spiritualität. Willkommen in unserer Mitte, Schwester Sonnenstrahl. Schwester Sonnenstrahl heißt eigentlich Wendy Fisherman. Doch sie hat den Pfad der Erleuchtung gewählt und einen wunderbaren Nachmittag mit Reverend Longstaff und Schwester Vulkan genossen. Schwester Sonnenstrahl, es ist Zeit, ins göttliche Nass zu gehen, um Bruder Alligator zu treffen. Der Gang ins Wasser bildet den Abschluss der Aufnahmeriten. Sie zeigt nun, dass sie ihre Ängste abgelegt hat und sich in die Hände Gottes begibt. Der wird dafür sorgen, dass Bruder Alligator ihre Liebe zu allem Gottgeschaffenen erkennt. Eigentlich soll die Zeremonie darüber hinwegtäuschen, dass alle vom Abend vorher noch ziemlich verkatert sind. Bruder Alligator ist natürlich nicht verkatert, sondern im Vollbesitz seiner gottgegebenen Instinkte. Große Alligatoren können locker ein Stück Fleisch aus dem Körper reißen. Sie sind mit großen Beutetieren vertraut, reißen ihr Opfer in Stücke. Zum Töten der Beute wendet der Alligator die Todesrolle an. Er dreht sich, bis das Opfer ertrunken ist und kann dann so viel wie sein halbes Körpergewicht fressen. Schwester Sonnenstrahl ist nun bei Gott. Er wollte sie an seiner Seite haben. Die Wege des Herrn mögen unergründlich sein. Aber was ein Alligator macht, wenn man zu ihm ins Wasser steigt, weiß man eigentlich.